Guten Tag und willkommen zum Video. Heute fahren wir eine neue Folge von. Wir fahren auf dem Köpster Bergland auf Steam-Version. Wir fahren heute den Regionalexpress Richtung nach Altenburg. Wir hocken jetzt hier in Bansimal im Bad Ringburg. Keine Ahnung, wo das liegt. Ja, Bad Ringburg hocken wir jetzt. Und wir wollen bis nach Altenburg Hauptbahnhof begleiten. Wir fahren mit dem Doppelstockwagen von der VR-Version und ja, noch nicht aufgerüstet, das werden wir auch tun. Das heißt, wir machen erstmal hier rein spazieren. Erstmal, wir gehen jetzt hier rein. Ja, rein hier, mach Platz hier. Ich setze mich hin. Super. Also, wir machen erstmal die Schiff 9. Wir machen mal Panto. Das ist super. So. Und wir machen Hoppla dann. So, klack. So, klacken Gott. Machen wir mal Türen auf, muss ich. So, das dauert auch ewig. PZB mache ich auch an. Super. Ja, ich habe die Rolle geschissen. So, da werden wir die Zugzielanzeige einschalten. Oder umschalten auf Mitte 0. Und zwar nach ein Regionalexpress Richtung nach Altenburg Hauptbahnhof. Ja, das ist unser Zug. So wollte ich das haben. Und ja, dann ist Probe mal durchführen. Jetzt ist so gleich los. Ist noch ein bisschen Aufenthalt. Und ich werde jetzt mal einen Lüfter anmachen. Mein Ventilator anmachen. Weil in dieses Jahr Faust ist scheiße warm. Jetzt hört man das dann wieder Gegenwind. So, jetzt habe ich auch das 1 geschaltet, dass wir natürlich auch so kommen, so Abführung bekommen und ja, also wann Tür zu? Jo. Ja, Türen geht zu, sehr schön. Mach schon mal die Türen zu. So, sind halt noch nicht alle zu, jetzt sind alle zu, super. So, schalten mal auf, also sofort, dann ruckelt der Wagen auch schon, zack. So, da kommt der Ruck, da die Lok ist reingeschoben worden. So, jetzt das Ding rödelt schon mal, sehr gut, befreien, super, Lüfter an. Ja, die macht ehrlich lauten Krach, bis die Ohren jaulen. Einmal kurz hupen, dass die Leute ein bisschen wach werden. Ein bisschen muckeln und so. Wir können etwas aufschalten. Wir dürfen erstmal rausfahren aus dem Bahnhof. Dann dürfen wir beschleunigen auf 120 und dann wieder runterbremsen auf 100. So. Ja, ich habe gedacht, mal auf dem Kölnischer Bergland rüber zu fahren. Und ist auch ganz gut. Gab es heute keine Folgen mehr. Leider habe ich es ein bisschen verdrängt. Weil ich habe heute ein bisschen. Ich habe einen, kommt der drauf an, was wir für Lust habe, für ein Video zu machen. Das jeder sofort, aber ja. Klappe halten. Ich bin der Chef. Ich habe das Sagen hier. Ich weiß, wie man drücken tut. Aber Dankeschön, dass du mich wach bleiben soll. So. Ah, schön. Ich trinke mal Schluck, Schluckt. Ich trinke mal Schluck. Mit Eistee. Dieses Zeug da, was du reinmachen tust, da. Ja, das machst du rein, in der, wie viel du hättest gerne stärker haben willst, ne? Das ist Apfel, gibt es andere, da gibt es auch Pfirsich und Zitrone, ich das weiß. Kann man jeden kaufen. Und jetzt muss man den Panther runter machen. Weil hier, bitte. Da ist eine Grenze, war. So. Super. Da, das halt das Zeug nochmal rein. Und ja, ich gönne mir erstmal einen schönen Apfel. Oh. Bis meine Stimme ein bisschen angefeuchtet wird, aber wie gesagt, wird in diesen Zeiten Temperaturen werden warm und so mäßig. Und jetzt mal schauen, ob die Videoqualität auch besser ist. Ich habe ein bisschen was mal. Was gemacht, ob es jetzt besser wird.
Ja, ich würde gerne mit 60 FPS aufnehmen, aber das Spiel ist ja so programmiert, das kommt darauf an, was ihr für eine Grafikkarte habt. Ich habe mit 16 6 GB, also RAM 6 drinne, reicht auch vollkommen aus. Wenn ich zum Beispiel was richtig gönnen will, muss man sich PC selber holen, aber bald ist auch schon mäßig, bald schon Geburtstag schon, also über den August. Und so habe ich schon Geburtstag, hahaha. Ich weiß nicht, was da bekomme und ja, steht noch so große Fragezeichen auf, ne? Das heißt, wir sind ein Regionalexpress. Wir halten nicht, wahrscheinlich nicht überall. Ich werde jetzt einfach nur ein paar Sachen anhalten, dann fahren wir bis durch bis Altenburg Hauptbahnhof. Wir fahren mit natürlich mit dem Soundmod. Ja, ist cool, das Sound von meinem Doppeldecker. Ihr habt natürlich, ihr habt ja durch diese Standard. Aber ich fahre mit realistischen Sound. Na, hörst ruckeln. Ruckelzippel. Nee, da halte ich nicht an. Ist ja gut, dass ich natürlich auch so mäßig, wir fahren nicht unterwegs halten. Nee, hier müssen. Sind RE. Ich halte dich überall. Dass wir ein bisschen durchrauschen können. So, jetzt gucke ich mal, was auf WhatsApp geschrieben hat. Dass wir ein bisschen aktiver werden, ne? So, jetzt gucken wir mal, was war. Ach du Scheiße. Jetzt gucken wir mal an. Warum sollte ich ja Zeit bekommen, irgendwo bei dir irgendwo hinzufahren? Oh ne, wieder spät ankommen? Hört man? Ja, warum soll ich nach Melsung fahren? Nö, wir hatten das schon mal gehabt. Und wir kommen wahrscheinlich wieder zu spät an. Und das will ich nicht. Ich habe doch Montag schönen geilen Tag und glaube wahrscheinlich wird schlechtes Wetter kommen, weil das Butterbrot nicht auf ist. Oh, das Wetter macht auch doofe Laune. Was vorhat, ne? Aber ich muss halt nicht durch, ne? Dann, den kommenden Tag wird natürlich auch so mäßig, würde ich zum Schwimmbad hingehen. Ein bisschen mal ins Schwimmbad wieder mal ja, reingehen und ein bisschen was zu schwimmen. Das würde ich mal wieder zutrauen, wieder mal. Dann kommen meine Nieren. Ja, ich halte mal ein bisschen hier an. Ja, da wird es erstmal schön geschwommen. Ich weiß, wo ich ausgesucht habe. Da werden wir schön Spaß haben. Vielleicht ein bisschen angucken. Bisschen was schwimmen und so. Bisschen uns chillen und so. Es wird gut werden. Aber ich hoffe, dass das Wetter macht mit, ne? Und ja. Was hier natürlich nur so angekündigt wird, dass überall Scheißmasken verkündet wird, ne? Also, wir haben einen Gesundheitsminister, der hat nicht mal alle, der ist nicht richtig sauber. Auch nur mit Maske im Nahverkehr in kommenden Monaten und Jahren. Also, wir müssen dann noch mal durchhalten. Wir werden das Ganze auch so, die Welle, alle Wellen, die wir aufzeigen, werden wir bekämpfen. Und dann können wir auch die Pandemie beenden. Da ist wahrscheinlich im späteren Jahr oder in 2 Jahren oder so, ist der Spuk dann rum. Dann ist auch mal wieder normale Zeit. Also, was wir alle wünschen, Normalität zu kommen und mäßig. Oh, ja, das. Ja, das würde ich gerne wünschen. Das würde ich wünschen, dass es wieder Normalität gibt. Dass die Leute, Kinder in der Schule gehen. Leute, die den normalen Alltag haben und so. Das würde ich mir wünschen. Aber heute aktuell gibt es noch Maskenpflicht. Und das soll ja natürlich einkaufen mäßig. Oh, es fasst mich an. Es wird immer schlimmer in diesem Land. Mir juckt es auch nicht. Oh. Oh. Oh.
So, was wollte ich erzählen? Und zwar, jeder Mensch kommenden Videos, habt ihr schon mal aufgefallen, dass mein Zimmer, also wo ich hier sitzen tue, wo ich Videos machen tue, habe ich eine Veränderung vorgenommen. Und zwar sieht jetzt mein Zimmer aus, sieht jetzt freundlicher aus. Man sieht jetzt hier, ist hier freundlich geworden. Das heißt, ich habe mehr Platz hier, ich habe auch mehr hier auch Möglichkeiten. Und mein PC steht hier, wenn ich hier ein bisschen rumtrommle, das ist mein PC hier. Ja, ist auch nicht besser, aber der PC fühlt sich eigentlich wohl, wenn ich zum Beispiel mein Herrchen da ist. Ja, der andere zum Beispiel sagt, du hast nur Schrott gekauft. Mäßig. Ja, kann ich auch akzeptieren. Ich habe nicht so viel Kohle. Der Nachteil ist, ihr habt so viele auf dem Konto zum Beispiel, da macht er zusätzlich Geld verdienen oder so, und ich bekomme nichts Besonderes in meinen PC gescheit zu bekommen und alles besser machen können, und Leute haben nicht das Geld. Für mich ist auch, aber auch nicht so viel Geld, und sag nicht auf jeden Fall dieses Scheißspruch, was ich nicht mal hören will, und so, das bringt ja auch nichts. Weil sowieso alles teuer geworden in diesen Zeiten. Alles. Mann, Mann, Mann. So, jetzt, ach, es leuchtet ausgegangen. Cool. Wenn du zum Beispiel du entfernt tust aus deiner Fahrt, dann leuchtet doch an der Rand. Das geht ja natürlich ab. Da Dings ja. Das heißt, du bestätigst und du drückst hier auf die 1. Dann ist er blinkend weg. Wir können weiterfahren. Und ja, wir können weiter Stoff geben. So, wir werden dann natürlich hier am Köblitzwald nochmal halten, rüberfahren, noch ein paar Fahrgäste zum Wald abholen und so mäßig, aber nicht so bei mir in der markanten Heimat im Prielon Wald. Nee, ist auch ein Wald, aber Prielon Wald für mich aus ist nichts Besonderes. Der Bahnhof ist auch nicht so besonders, das ist einfach nur ein bisschen tote Hose, muss ich sagen. Die Bahnhöfe will ich auch nicht in. Aber muss ich sagen, ich fahre ganz gut, muss ich sagen, als RE. Hätte ich RB genommen, oh Gottes Willen. Ich hatte da vorkommen Tagen, wo ich einen schönen Ausflug genießen habe. Ich habe war im Zug gefahren, alleine ein bisschen. Irgendwo hinzufahren mit der Hamsterbacke Richtung Stadtallendorf zu fahren. Bisschen mich mal ein bisschen genießen, bisschen da was zu machen. Aber ja, der Zug hat nicht gestanden. Wir haben Verspätung gehabt, oder noch nicht da war am Bahnhof. Der war noch am Fahren. Er hat einfach Verspätung. 15 Minuten irgendwas, hat er gesagt. Und ja, das war aber kein schönes Erlebnis. Dann habe ich noch ein paar Tage in ein Dings gewartet. War am Bahnhof. Hab ein bisschen Leuten ein bisschen geschwätzt. Ein bisschen quetschen machen, ne? Und ja, das war da gewesen. Habe ich eingestiegen, wohin gefahren. Und ja, hab ein Video gemacht. Mitfahrt. Jeder mag das gerne, dass ich hier mitfahre. Dass ich auch zum Video machen tue, und mein Video ist auf 4K gesetzt, weil ich will die Qualität verbessern. Ja, weil ich 4K eine Mitfahrt gemacht habe. Mit 60 FPS, aber richtig wild, sowas gewesen. Das heißt ja, wenn ich zum Beispiel mit nur 30 FPS, dann hätte ich auch ein tolles Bild, muss ich sagen, aber mit mäßig und ja, also es bedauert bei mir ein bisschen, dass ich bildmäßig bearbeiten tue und das Ganze in meiner. Es kann dauern. Es kann schon gesagt habe, es kann dauern. Bevor sie Bahnsteig sind. Ja, richtig hupen. Das heißt, kann ein bisschen dauern. Und rupp. Man merkst du, oder wenn du beispielsweise bei uns fahren tust, dann merkst du den Ruck, mäßig wieder anfahren tut. Und ich muss mal gucken, wie ich das Ganze machen würde. Oder ich irgendwo, würde ich noch irgendwo hinfahren wollen. Oder gar nicht. Muss ich gucken. Manchmal habe ich auch keine Lust. Ich muss kurz meinem Bekannten ja Sprachnachricht geben. Also, willst du mit mir nach Melsungen fahren oder wie? Es geht nicht anders. Zum Beispiel, ich will nicht, dass nochmal geschieht, dass wir Verspätung Dings bekommen. Ach, Dankeschön, jetzt darf ich nochmal neu fangen. Danke. Oh. Ich will nicht, dass wir im Bahnhof nochmal hocken, wie
nochmal eine Nacht hocken, sowas will ich nicht. Und das lasse ich lieber sein und fahre doch wahrscheinlich auch woanders hin und so. So, Sprachnachricht gegeben und so mäßig, das andere cutte ich schnell raus. So. Oder hab keinen Bock zu schneiden. Ne? Heute fahre ich richtig lässig, ne? Hingeschissen. Heute fahre ich richtig lässig. Heute fahren wir mit cool, Meister. Die sind cool, Alter. Wir sind Gangster. Heute fahre ich richtig lässig. Es ist rollen, der Hater, also ich mache ein Foto in deinen Aschen. Ich fahre einen Doppelstock, und du bist da, jetzt aus, damit. So. Ich hab Freude, ich fahre schön schnell fahren. Wollen Leute noch ankommen? Wenn wir noch was vorhaben. Also mäßig. Ja, so ein RE bei uns haben wir auch. Fährt mit dem 2-Stunden-Takt. Der andere auch, dieser gelben Schnauze, die alle einsteigen wollen. Auch überall halten muss er auch. Aber nur nachts. Fährt er überall. Und der andere fährt dann nicht überall, wahrscheinlich durch. Und so mäßig. So muss das Leben weitergehen. Und mäßig. Ich ein bisschen Scheibenwischen zum Beispiel. Super. Ein bisschen hupen. Dass die Leute ein bisschen wach werden. Der Rhythmus. Ah, schön flott unterwegs, ne? Also man sieht das schon, ne? Also kann ich auch eine Innenperspektive haben? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich drücke drauf auf die 5, aber geht nicht. In den anderen geht das eigentlich. Aber wir müssen die Panto runtersenken. Wir müssen den Hauptschalter ausschalten oder Panto erstmal Panto runtersinken, weil wir jetzt den Panto unten haben. Und wenn es mal Schilder gibt, dann machen wir es wieder hoch. Wir machen den auch wieder hoch. Zack. Und Hauptschalter an. Zack. Jetzt an. Nächster Halt, Köblitz. Jetzt ja auch eine Türfreischaltung oder Umschaltung, wie bei Steuerwagen auch. Aha. Bei mir wird natürlich auch nur das Wort nur angekündigt. Ein Schnickschnack. Zug- und Bahnsteigkante. Mir fehlt noch eine Sache bei dem Zug. Das Schischen und das Dingsbums, ja. Der andere sagt zum Beispiel, soll ich noch einen Staubsauger holen oder wie? So, machen wir was mal aus. Fahrtlüfter ausmachen. So, und jetzt machen wir die Türen auf. Mit. Bei uns haben wir diese bekannten, die Standard. Diese so Art. RE Richtung Altenburg Hauptbahnhof. Ach, schön. Ach, schon friedlich. Der hat noch nicht gelesen. Ach du weh, was ist das für ein schlechtes Vorbild? Immer ein bisschen aufgeteilt. Ja, mal schauen, was ich natürlich machen tue. Ob bald mal wieder Livestream machen tue. Ob ich das wieder mal bisschen streamen machen würde, das ist mir persönlich mir selber entscheidend, ob ich das mache. Und rumpf. Ah, ich das simuliert der mein Beep Sound, was wir haben. Und zack. So, jetzt geht's weiter. Und zack, aufschalten. So, weiter geht's. Weiter im Text. So, mal schauen, was ich so. Aber ja, der andere hat mir Video gegeben. Weiter, ja, Dankeschön. Und gucken. Ach, YouTube da.
Was hat denn nicht? Ich hol mir noch einen Zug. Ja, ich hol mir noch einen Zug, ja. Das ist doch Fernbus-Simulator. Warte mal. Hier. Ich hol mir noch einen Zug hier. Dann kannst du einen Zug umsteigen. Meine lieben Leute, dann können sie umsteigen. Können sie natürlich, ich bringe euch zu Atomkraftwerke, diese LKW, die heißen. Da kriegt ihr Superpowers. Aber diese Dinger gibt es bei uns in Deutschland auch. Diese Deutschland hier, oder so, ja, heißt es Atomwerke, das sind die Dinger, die gut Strom machen können und als Zukunft verbessern machen können. Wir können alle Sachen, die man die kennt, die kennt man das Ganze in China oder andere Sachen. Außerdem, auch wir konnten die Aussicht sehen. Alter, toll, sieht doch mega geil aus. Machen wir hier ein Bild mal. Und das heißt, hier kommt der Qualm ja schon raus, ne? Und ja, das heißt, wird da ganz schön betrieben. Und da sind einfach so Gasbecher, ne? Also finde ich praktisch, finde. Wir bekommen Temnets, also die, wo man Gas machen tun. Und das wird angeschlossen im kommenden Jahr. Also im späteren Jahr. Dann wird das ganze Flüssiggas, also Katar, wird uns Flüssiggas bei uns in Europa bringen. Und das ganze, ja, unser Gas, unser Land verfolgen. Also führen das ein. Und mäßig, oh nein, Drecksau, Störung, Überhitzfarbe und Lüfter, FL, Aero, Zinsen Break und so mäßig. Ach, oh Scheiße. Ja, ich habe den Fotolüfter nicht angeschaltet. Ach du Scheiße. Was für dumm kann man da sein? Ah, zu viel geredet. Oder, ach, ja, weiter sofort. Wir müssen das richtig durchhalten. Wir bleiben noch am Fahren. Bis Niederkirch wird unsere Geschwindigkeit noch kommen. So, nächster Halt, Niederkirch. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben ein technisches Problem mit einem Zug. Wir haben diese Verspätung, wird erstmal erreicht werden. Und wir müssen, Entschuldigung, dass wir ein technisches Problem an der Lok haben. Und die Zugfahrt kann danach fortgesetzt werden. Attention please von dieser allein traveled. Sorry, thank you. Ja. Oh Mann. Kann kein Englisch, das ist scheiße sowas. Ah, egal. Ja, lässt sich jemand scheiß kritisieren, die fliegen sich raus. Hinaus mit ihnen. Sie haben Freiheit, das ist Freiheit. Aber wo sehe ich die Freiheit, liebe Leute? Und abgebremst. Und so. Super. Türen öffnen. Miep, miep, miep. RE Richtung Altenburg. Puh. So. Und was wir jetzt machen? Erstmal den. Ja, wir lassen erstmal abdampfen. So. Wir lassen erstmal abdampfen. What the fuck? So, wir lassen erstmal abdampfen. What the fuck? Was geht ab mit meiner Lok? What the fuck? Ich hab's doch gerechnet. Ja, Schaffner, halt's Maul. Und so hab technische Schwierigkeiten. Meine Fresse. What the fuck? Was passiert mit der Lok? Ich hab's doch gerechnet. Ich hab's doch mitgerechnet. Ich hab gerechnet, was immer was kaputt geht. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass die Trennschalter repariert werden. Und das kann auch ein bisschen Verzögerung in den Betriebsablauf oder Verspätung kommen. Ja, das fängt ja sehr gut an, muss man sagen. Und wir warten ein bisschen. Können den Panto wieder hochmachen. Der Panto ist nicht betroffen. Nur der Motor ist betroffen. So, mal gucken. Dum dum, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Störung des Zuges, der kann, die Fahrt kann ein bisschen minimal verzögert werden oder Verspätung aufkommen. Wir bitten das Ganze zu entschuldigen. Die kann gleich fortgesetzt werden oder später, das weiß ich nicht, bis die Lok fertig repariert hat. Vielen Dank. So. Ja, ich weiß. Und das sagen die auch, bei wenn es zum Beispiel Pannen gibt. Das sagen die auch an die Lokführer. Machen wieder Richtungswende nach vorne wieder. Ich kann noch nicht anmachen. Ich muss eine Benachrichtigung bekommen und so. Das ist, ach, meine Güte. Aber natürlich, wir können ein bisschen, wir laufen ein bisschen rum. Da kann die Lok ein bisschen schonen. Wir ein bisschen rumlaufen im
Wo sind wir denn? In Niederkirch. Okay, in Niederkirch. Da sind die Kirchen. Ach so. Haha. So, hier sind die Kirchen hier zum Beispiel. Hier sind die schönsten Kirchen, die schönsten Häuser. Überall im Köpfelser Bergland. Und hier sind die Strom. Hier wird die Strom ausgebaut. Hier kommt der Strom. Also hallo, geht's ja noch gut. Und hier kommt der Strom. Da kommt, da fließt ja runter. Und da wird das Ganze zu meiner Steckdose geleitet. Und so, das sind aus wie Kartons, die man hier sieht, die sind aus Stück Pappe geklebt und dann 10 Minuten Arsch gekniffen und so. Ich weiß es nicht, also Entschuldigung, dass ich Aussprachen nehme, aber es muss sein. Nicht ernst nehmen, das ist ein bisschen Spaß muss sein, aber es will auch keinen Spaß nützen. So, wir können hier den See schön rumfließen, ich werde nass, ich bin schon nass. So, wir können mal hier hochgehen zum Beispiel, weiter. Ach, ach, geht's noch, geht's oder hier doch sofort. Alter, wie geht's denn noch hoch? Hier kann man noch essen, trinken schön Kaffee. So mäßig, können so hinsetzen und wir können uns die Ausfahrt hier sehen. Und mäßig. Aber wie geht's so schnell mal lock, weil es hat sich auch langsam auch beruhigt. Oder wie? Ja, guck mal den Hauptschalter an. Mal gucken. Also, Schnauze, aufs Hupen. Hupen darf man nicht. Und so. Ja, hier schön Faltblätter. Hier Faltblätter. Die kamen in den 80er Jahren oder so. Ja, da haben natürlich wohl die Schrift. Hier steht dann manchmal hier der Namen. Also hier der Name und das mäßig. Hier ist die Deutsche Bahn Uhr. Die hat sie auch noch. Ja, heute ist alles ja mit Computer und so mäßig so ansteuerbar, dass ja, alle Nutzer, die das kennen, können das Ganze ansteuern. Und die können das Ganze ja die Schilderung bringen, ne? Das ist so mäßig. Und davon habe ich auch in meinen Erfahrungen und habe ich da viel davon gemacht. Und so mäßig, wie man das mit der Bahn fahren tut, das habe ich alles schon kennengelernt. Ist natürlich auch so mäßig, ne? Weil und so mäßig, so. Meine Damen und Herren, der Zug ist wieder repariert, wir können fortsetzen. Wenn zum Beispiel der Schaffner piepen würde. Ich möchte weg. Warte mal. Hupen, hat einer gesagt. Hupen hilft besser, wenn man zum Beispiel hupen will. Da kann man den Schaffner ein bisschen aufwecken. Ah, siehst du, wenn ich hupen tue? Super. Meine Güte, mach die Scheiße zu. Danke, mach die Tür zu, die Scheiße. So, danke. Jetzt fahr hier, Mann. Ich hab viel Zeit verschwendet. Komm, mach mit. Sind die bei Sportlehrer oder so gesagt, mach mit. Also wer zum Beispiel sehen wird, den kenne ich irgendwo, ja. Naja. Mann. Ist natürlich auch so. Nein, dieses Video geht nicht so lang. Aber 28 Minuten, ne? Jetzt müssen wir natürlich, wir werden das Ganze nur bis all... Altenburg nur halten, nicht durch nochmal halten. Wir werden es nur bis Endstation da anhalten. Ja, oh, drauf drücken, sehr gut. Ja, hier schon mal, hier darfst du 60 fahren. Oder manchmal in den 30er, in den Bahnhof reinfahren. Wenn es Lamsonstellen gibt, bitte da halten. Aber Razor und mäßig halten die Geschwindigkeit nicht aus. Oder halten sich nicht dran, dass die Autobahnfahrer oder Auto an das Auto anwiesen sind, dass die immer Spritkosten darüber drauf einen draufrechnen, um beispielsweise Energiepreisen irgendwas abzudecken und mit Verordnungen und so mäßig. Mit Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket hat das auch schon ja, seinen Preis gewonnen, aber er hilft nicht, der Tankrabatt, der hilft nicht. Und da, ja, habe ich ja schon, da haben wir schon geahnt, dass es nicht geht. Und so mäßig, jetzt läuft er wieder. Und, ja, nee, Altenburg-Bach, da halte ich nicht. Da fahren einfach durch und bis zur Altenburg fahren wir da. Und, ja, das geht danach auch. Dann mache ich Schluss, dann, so. Hier darf man 60 hier fahren. Auch sehr gut. Hier sind wir Häuser. Jetzt muss man ein Thema mal zurückgreifen. Was hat Deutschland vor in diesen Zeiten und diesen Jahren? Wir wollen natürlich in diesen
russischen Gas abhängig machen mit LNG von Dings, dass sie uns Schiffe bringen, das Ganze mehr bauen tun, habe ich gehört. Und in kommenden Dingsbums, im kommenden Jahr wird Flüssiggas kommen. Aus Katar heißt es auch, ne? Und bitte, wenn es richtig, bitte korrigiert mich. Und da kommt auch diese Flüssiggas raus. Da haben wir so einen Vertrag geschrieben, dass wir das machen wollen. Und das Flüssiggas sind wir vollständig wieder mit Haushalt mit Gas versorgt. Da müssen wir Russland ja, wegdenken. Und denken, wir müssen achten, dass wir nicht mal so viel machen. Also nicht mal uns Krieg nicht heftig machen. Wir werden andere Sachen, was wir immer machen, ich glaube nicht, wird Putin nicht auf den Alarmknopf nicht drücken, sondern wir liefern Waffen. Wir Soldaten aus, dann. Was will eigentlich Russland von uns? Und Putin das Arsch. Und wir wollen ja nur Frieden haben, aber wir kommen eigentlich nicht raus. Sondern wir kommen raus, erstens, dass wir verhandeln tun. Und davon sollen die bitte verhandeln, nimmt alle Länder in der Hand. Und wir dürfen jetzt den letzten Hand nicht ins Feuer werfen. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen kämpfen, liebe Freunde. Ja. Also, ich habe auch Angst von Atomwaffen. Ich habe überall Angst. Also, das ist auch mäßig. Mach ein bisschen Sorgen um die Normalität und Frieden und mäßig. Aber der Frieden herrscht. Wir haben Geflüchtige, wir haben aktuell, boah, das ist eine große Zahl, muss man sagen, Geflüchtete haben. Und das heißt ja, die können auch, wenn es zum Beispiel gewünscht ist, können Arbeitsmarkt mal kennenlernen aus der Ukraine. Und die können auch eine Schule machen für die kleinen Kinder. Und mäßig, aber es wird für so das nicht bringen. Die haben nur eine Sache, die wollen weg. Aus Europa Richtung Ukraine hin. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, dass sie einfach wieder wieder weggeht. Das ist ziemlich unangenehm und mäßig. Ach nee, ich habe den Sprachnachricht bekommen. Ich stelle mal schon mal dieses Dumm um. Machen wir mal Altenburg. Zurück als RB. So, Rolle unter. Da sind wir. Cool. Mal gucken, was er sagt eigentlich. Und ja, das ist so mäßig, ne? Na, was ist, sag doch mal. Ja, aber du hörst dieses Piepen bei deinem Elveco, Mensch. Das ist ein Elveco, oder wie? Ja, das ist ein Elveco. Ja, du. So. Wir sind angekommen. Lüft aus. So, öffnen. Und so, abrüsten. So, aus damit. Zack. So. So, wir sind angekommen. Und das war's. Und wir machen jetzt aus die Geschichte hier.